16. Kapitel, 40 Jahre später, ein Intermezzo. Wie der Leser schon aus der Kapitelüberschrift entnehmen wird, habe ich vor, in dem unmittelbar Nachstehenden mich weit jenseits der hier zu schildernden Swinemünder Tage niederzulassen, welches Vorhaben mit dem Wunsche zusammenhängt, das Charakterbild meines Vaters nach Möglichkeit zu vervollständigen, will sagen, nach oben hin abzurunden. Denn wie er ganz zuletzt war, so war er eigentlich. In dem bis hierher dem Leser vorgeführten und zugleich den eigentlichen Inhalt des Buches ausmachenden Zeitabschnitte, nachdem ich denn auch das Ganze meine Kinderjahre betitelt habe, war mein Vater noch sehr jung, wenig über 30, und stand im Leben und in Irrtümern. In seinen alten Tagen aber, und um eben deshalb greife ich hier in einem Exkurse so weit vor, waren des Lebens Irrtümer von ihm abgefallen, und je bescheidener sich im Laufe der Jahre seine Verhältnisse gestaltet hatten, desto gütiger und persönlich anspruchsloser war er geworden. Immer bereit, aus seiner eigenen bedrückten Lage heraus, noch nach Möglichkeit zu helfen. In Klagen sich zu ergehen, fiel ihm nicht ein, noch weniger in Anklagen, höchstens mal gegen sich selbst, und dem Leben abgewandt, seinen Tod ruhig erwartend, verbrachte er seinen letzten Tage comme Philosoph. Ich besuchte ihn alle Jahre einmal und von meinem letzten Besuche bei ihm, der in den Sommer 67 fiel, möchte ich hier erzählen. Er wohnte damals schon 10 oder 12 Jahre lang in Nähe von Freienwalde, und zwar in einer an der alten Oder gelegenen Schifferkolonie, die den Namen Schiffmühle führte und ein Anhängsel des Dorfes Neutorno war. Vereinzelte Häuser waren da in großen Abständen voneinander, an dem träg vorüberschleichenden und von gelben und weißen Mummeln überwachsenen Flusse hin, während sich unmittelbar hinter der Häuserreihe ziemlich hohe, hoch oben mit einem Fichtenwald besetzte Sandberge zogen. Genau da, wo eine prächtige alte Holzbrücke den von Freienwalde her heranführenden Dammweg auf die Neutornosche Flussseite fortsetzte, stand das Haus meines Vaters. Von welchen Erträgen er es erstanden hatte, weiß ich bis diesen Tag nicht, denn als er es kaufte, war er nicht eigentlich mehr ein Mann der Häuserkaufmöglichkeiten, wenn das erstandene Haus auch freilich nur ein bescheidenes Häuschen war. Wie es aber auch damit stehen mochte, er nannte dies Haus sein eigen und klein, aber mein. Diese hübsche Inschrift, die das Prinz Friedrich Karlsche Jagdschloss Drei Linden ziert, hätte auch er in diesem seinem Häuschen geben können. Er bewohnte dasselbe mit einer Haushälterin von mittleren Jahren, die nach dem Satze lebte, selig sind die Einfältigen, aber einen etwas weitgehenden Gebrauch davon machte. Seine Trauer darüber war humoristisch rührend, denn das Bedürfnis nach Aussprache blieb ihm bis zuletzt. Glücklicherweise hatte er sich schon vorher an Selbstgespräche gewöhnt. Er dachte laut. Das war immer seine Aushilfe. Ich hatte mich wie gewöhnlich bei ihm angemeldet, machte zunächst die reizende Fahrt bis Eberswalde per Bahn, dann die reizendere bis Freienwalde selbst, in einem offenen Wagen und schritt nun auf einem von alten Weiden eingefassten Damm auf Schiffmühle zu, dessen blanke, rote Dächer ich gleich beim Heraustreten aus der Stadt vor Augen hatte. Der Weg war nicht weiter als eine gute halbe Stunde. Rapsfelder links und rechts, einzelne mit Storchennestern besetzte Gehöfte, weit über die Niederung hin verstreut, und als Abschluss des Bildes jene schon erwähnte, jenseits der alten Oder ansteigende Reihe von Sandbergen. Als ich bis in Nähe der Brücke war, war natürlich auch die Frage da, wie wirst du den Alten finden? Aber ehe ich mir noch darauf Antwort geben konnte, sah ich ihn auch schon. Er hatte von der Giebelstube seines Hauses her mein Herankommen beobachtet, und als ich eben meinen Fuß auf die vorderste Brückenbohle setzen wollte, stand er auch schon an der anderen Seite der Brücke, mit seiner linken Hand zu mir herüberwinkend. Er hatte sich, seit er in Einsamkeit lebte, daran gewöhnt, die Kostümfrage etwas obenhin zu behandeln, und so war ich nicht überrascht, ihn an diesem warmen Junitage bis an eine äußerste Grenze freiheitlicher Behandlung gelangt zu sehen. Er trug graue Leinwandhosen und einen dito Drillichrock, unter dem,
denn er hasste alles Zuknöpfen, ein Nachthemd mit umgeklapptem Kragen sichtbar wurde, was alles unbedingt ans Turnerische gemahnt hätte, wenn es weißer gewesen wäre. Auf dem Kopfe saß ein Käpsel grün, mit einer schwarzen Ranke darum, und das Einzige, was auf vergangene bessere Zeiten deutete, war ein wunderschönes Bambusrohr mit einem Elfenbeinknopf oben und einer unverhältnismäßig langen Metallzwinge, so dass man eigentlich einen Poignard darunter vermuten musste, was aber nicht zutraf. Jetzt hatten wir uns und gaben uns einen Kuss auf die linke Backe. »Nun, das ist recht, dass du da bist. Was macht deine Frau und die Kinder?« Er wartete aber keine Antwort ab, denn solche Familienfragen, wenn es nicht gleich ans Sterben ging, interessierten ihn wenig, und so fuhr er dann fort. »Es ist das Leben eines Einsiedlers, das ich führe. Ja, man könnte schon von Anachoreten sprechen, die ich mir übrigens, vielleicht mit Unrecht, als gesteigerte Einsiedler denke. Fremdwörter haben fast immer was Gesteigertes. Nun, wir reden noch davon. Ein Glück, dass du so gutes Wetter getroffen hast, das reine Hohenzollernwetter. Du schreibst ja auch so viel über die Hohenzollern und nimmst drum vielleicht an ihrem Wetter teil. Es lohnt sich alles. Ich für meine Person halte an Napoleon fest. Er war das größere Genie. Weißt du denn, dass Prinz Wilhelm, ich meine den Alten, das heißt den ganz Alten, der immer die Schweter-Dragoner-Uniform trug, hellblau mit schwarzem Kragen und soll ein aufrichtig frommer Mann gewesen sein, denn auf die Aufrichtigkeit kommt es an. Weißt du denn, dass Prinz Wilhelm immer die Büste Napoleons vor Augen hatte, noch dazu auf seinem Schreibtisch? Ja, ich weiß es, Papa, du hast mir öfter davon erzählt. Öfter davon erzählt, wiederholte er. Ja, das wird wohl richtig sein. Ich lerne nichts mehr dazu, habe bloß immer noch die alten Geschichten, aber eigentlich sind das die besten. Entsinnst du dich noch? Lann und La Tour d'Auvergne und Michel Ney? Ja, mein Freund Michel Ney, der kommt mir jetzt öfter wieder in den Sinn, und ich sehe ihn dann immer, wie sie ihn an die Gartenmauer stellen, in dem öden und einsamen Luxemburggarten, und war gerade ein recht klatschiges Dezemberwetter. Und wie dann der Offizier, der das Peloton kommandierte, noch einmal das Kriegsgerichtsurteil vorlesen wollte, mit all den Prinzen- und Herzogstiteln, wieder mein Freund Ney abwehrte und unterbrach und mit seiner tiefen Stimme sagte, »Pourquoi tous ces titres, Michel Ney, rien de plus, et bientôt un peu de poudre?« Und dann fielen die Schüsse. Ja, bald bloß noch ein bisschen Staub. Eigentlich passt es auf jeden und zu jeder Stunde. Und wenn man nun gar 71 ist, ach Papa, daran musst du nicht denken. Ich mag auch nicht, der Tod ist etwas Gruseliges, aber man mag wollen oder nicht. Er meldet sich und er ist um einen rum, er ist da. Aber lassen wir den Tod. Tod ist ein schlechtes Wort, wenn man eben in ein Haus eintreten will. Und da kommt ja auch Luise, dich zu begrüßen. Sei nur recht freundlich, auch wenn sie was Dummes sagt. Und darauf kannst du dich verlassen. Unter diesen Worten und während mein Vater vom Flur aus, in den wir gerade eingetreten waren, treppauf stiegen, um sich in seiner äußeren Erscheinung ein ganz klein wenig zu verbessern, war die eben angekündigte Luise wirklich auf mich zugekommen und erzählte mir, in übrigens durchaus verständiger Weise, dass sich der Papa schon seit 2 Tagen auf meinen Besuch gefreut habe. Natürlich, er habe ja auch sonst nichts. Sie höre zwar immer zu, wenn er etwas sage, aber sie sei doch nur dumm. Ach, Luise, reden Sie doch nicht so etwas. Das wird ja schließlich nicht so sein. Jeder ist klug und jeder ist dumm. Und ich wette, Sie haben auch wieder einen Eierkuchen gebacken. Hab ich auch. Nun sehen Sie, was heißt da klug oder nicht klug? Papa kann froh sein, dass er sie hat. Bin ich auch, sagte dieser, der, während wir so sprachen, in einem aus einer weit zurückliegenden Zeit stammenden und deshalb längst zu eng gewordenen Rocke von seiner Giebelstube her wieder nach unten kam. Bin ich auch. Luise ist eine gute Person, mitunter allerdings schrecklich, aber bei Lichte besehen ist alles mal schrecklich, und es wäre ungerecht, wenn ich gerade von Luise,
den Ausnahmefall verlangen wollte. Luise selbst hatte sich inzwischen wieder in ihre Küche zurückgezogen, während mein Vater und ich in dem wundervoll kühlen Hausflur auf- und abschritten. Licht und Schatten spielten dabei um uns her. Die Türen standen auf und gestatteten einen Einblick in das ganze Hausgewese. Zu jeder Seite lagen zwei Räume, rechts die meines Papas, links Luisens Stube und die Küche. »Lass uns hier eintreten«, sagte mein Vater und führte mich in seine nach dem Hofe hinausgelegene Schlafstube, drin sich außer einem sehr breiten Fenster auch noch ein ganz kleines Extrafenster befand, ein bloßes Guckloch, das immer aufstand und vor dem ein Gardinchen im Winde wehte. »Da sehe ich wieder das Guckloch und steht auch wieder auf. Erkältest du dich nicht?« »Nein, mein Junge. Und jedenfalls, es lässt sich nicht anders tun. Wenn ich das Fensterchen zumache, krieg ich keine Luft. Und nachts, Gefahr ist nicht, reinstehen kann sich keiner, solch dünne Kerle gibt es gar nicht. Und dann hab ich ja auch die Pistole.« »Ist es immer noch die alte, die nicht losgeht?« »Natürlich. Auf das Losgehen kommt es bei Pistolen auch gar nicht an. Die moralische Wirkung entscheidet dabei. Das Moralische entscheidet überhaupt.« »Meinst du?« »Ja, das meine ich. Ich bin erst spät dahinter gekommen, aber besser spät als gar nicht. Und nun komm in die Vorderstube. Ich merke, Luise hat schon aufgetragen, und wenn mich meine Sinne nicht täuschen, übrigens bin ich auch ein bisschen eingeweiht, so ist es eine geschmorte Kalbsbrust. Erster Gang. Isst du sowas?« »Gewiss esse ich sowas. Kalbsbrust ist ja das Allerfeinste, besonders was so dicht dran sitzt.« »Ganz mein Fall. Es ist doch merkwürdig, wie sich so alles forterbt. Ich meine jetzt nicht im Großen, da ist es am Ende nicht so merkwürdig, aber so im Kleinen. Kalbsbrust ist doch am Ende was Kleines.« »Ja und nein. Das ist recht. Daran erkenne ich dich auch. Man kann nicht so ohne weiteres sagen, Kalbsbrust sei was Kleines. Und nun wollen wir anstoßen. Es ist noch Rotwein aus Stettin. Die Stettiner manchen am besten. Was Echtes gibt es überhaupt nicht mehr. Weißt du noch, den alten Fleming mit seinem echten Bordeaux? Er nannte ihn immer bloß Médoc, ihm so ohne weiteres seinen vollfranzösischen Zunamen zu geben. So weit wollte er doch nicht gehen. Médoc ist übrigens ein wirklicher Ort. Freilich sehr klein, höchstens 1400 Einwohner. Ja, der alte Fleming, ein vorzüglicher Herr, ist nun auch schon zur großen Armee. Alles marschiert ab. Na, ewig kann es nicht dauern.« Und nun stießen wir an, und ich sah, dass es wieder die schönen Pokalgläser aus der alten Swinemünder Zeit waren. »Sind das nicht?« »Gewiss, und ich freue mich, dass du sie wiedererkennst. Zwei sind nur noch davon da, aber mehr als zwei brauche ich auch nicht, denn mehr als einen Gast kann ich in dieser meiner Hütte nicht beherbergen. Und am liebsten ist es mir, wenn du kommst. Und nun krame mal aus. Was sagst du zur Weltausstellung? Die Franzosen machen sowas doch immer am besten. Und dazu noch die Rede vom Louis Napoleon. Er hat doch sowas von dem Alten. Und auch darin ganz recht, dass im Leben, das heißt im Leben eines Volkes, alles untereinander zusammenhängt und übereinstimmt und dass da, wo es die besten Generäle gibt, es auch die besten Maler gibt oder die besten Schneider und die Schuster. Und umgekehrt. Ich habe wenig davon gelesen und ich kann mich nicht recht entsinnen. Immer dieselbe Geschichte, lachte mein Vater, nicht gelesen. Und wenn ich nun bedenke, dass du ein Zeitungsmensch bist, da denkt man, die hören das Gras wachsen und jedes Mal, wenn du mich besuchst, sehe ich, dass ich besser beschlagen bin als du. Überhaupt, wie es in der Welt aussieht, davon habe ich doch immer am meisten gewusst. So war es schon, als ich noch jung war, in Ruppin und in Swinemünde. Die Swinemünder, naja, das ging noch. Solch flotter, fideler Schiffsreeder, der mal nach London und mal nach Kopenhagen fährt, na, der hat doch immer ein bisschen Wind weg. Aber die Ruppiner Schulprofessoren, es hat mich mitunter geniert, wie viel besser ich alles wusste. Natürlich Horaz und die unregelmäßigen Verber ausgenommen. Da war zum Beispiel der alte Starke. Dessen Steckenpferd war Aristoteles, und was Aristoteles lange vergessen hatte, das wusste Starke.
Aber das, worauf es ankommt, das wusste er nicht. Ich lasse es mir nicht abstreiten, unsere Schule geht falsche Wege. Die Menschen lernen nicht das, was sie lernen sollten. Ney ist doch interessanter als Pelupidas. Und es kommt auch noch. Aber da bringt uns Luise die Omelette. Nimm nur die helle Hälfte, die andere ist etwas verbrannt. Und wenn wir fertig sind, dann will ich dir meinen Hof zeigen und meinen Steinbruch. Und dann machen wir einen Spaziergang auf Neuenhagen zu. Bei so schönem Wetter kann ich marschieren ohne große Beschwerde. So ging es noch eine Weile weiter und dann standen wir auf, um nach seinem Programm alles in Augenschein zu nehmen. Zuerst also den Hof. Es sah alles ziemlich kahl aus und ich bemerkte zunächst bloß einen Sägebock mit einer Buchenkolzklobe darauf, daneben Säge und Axt. Er wies darauf hin und sagte, »Du weißt, alte Passion«, und er setzte mir nach wie vor die Bewegung. »Aber nun komm hierher, du hörst sie wohl schon.« Unter diesen Worten schritt er mit mir auf einen niedrigen Stall zu und schlug hier eine Klapptür auf, hinter der ich nun zwei Schweine ihre Köpfe vorstrecken sah. »Was sagst du dazu? Prächtige Kerls, wenn sie mich hören, werden sie wie wild vor Vergnügen und können es nicht abwarten.« »Du wirst sie wohl wieder verwöhnen. Mama und die Schröder sagten auch immer, du verfutterst bei den Biestern mehr, als sie nachher einbrächten.« »Ja, die Schröder, eine gute, treue Seele. Mich konnte sie nicht recht leiden, weil ich die besten Bratenstücke mitunter an Peter und Petrine gab. Weißt du noch?« Ich nickte. »Ja, damals waren es die Katzen. Etwas muss der Mensch haben, nun sind es die da. Na gleich, gleich, beruhigt euch nur.« Und dabei bückte er sich und fing an, seine Lieblinge zu krauen. Er erzählte mir dann noch allerhand von der Klugheit dieser Tiere, deren innerer Bau übrigens, wie jetzt wissenschaftlich feststehe, dem des Menschen am nächsten komme. Sus Crofa und Homo sapiens. Es kann einem doch zu denken geben. Und nun nahm er mich unterm Arm und ging mit mir auf eine mitten im Hofzaun angebrachte Gittertür zu, hinter der ein schmaler Zickzackweg den Sandberg hinaufführte. Links und rechts waren tiefe Löcher gegraben, in denen Feldsteine von beträchtlicher Größe mit ihrer Oberhälfte sichtbar wurden. »Lässt du die ausgraben, Papa?« »Versteht sich. Das ist jetzt eine Haupteinnahme von mir. Ich kümmere mich dabei um nichts. Ich gebe bloß die Erlaubnis.« Und dann kommen die Kerls und buddeln solche Steine aus, das heißt viele Steine, und schaffen sie dann in ihren Kahn, und ich kriege mein Geld. Gott segne den Chausseebau. Dass das Geld im Boden liegt, ist doch wahr, und wenn auch weiter nichts dabei herauskommt, als eine Ladung Steine. Dabei waren wir den Zickzackweg hinauf und traten in den schon mehr erwähnten Fichtenwald ein, der den ganzen Bergrücken eigentlich schon ein Plateau überdeckte. Ein Säuseln ging durch die Kronen und ich sagte, während ich in die Höhe blickte, so vor mich hin, und in Poseidons Fichtenhain tritt er mit frommem Schauder ein. Er klopfte mich sofort zärtlich auf die Schulter, weil er herausempfand, dass ich die zwei Zeilen bloß ihm zuliebe zitierte. »Ja, das war immer meine Lieblingsstelle«, für gewöhnlich lernten wir damals, als ich noch jeden Morgen von Schloss Niederschönhausen ins Graue Kloster musste, nur Johann den munteren Seifensieder und Gott grüß euch, Alter, schmeckt das Pfeifchen. Und Schiller war damals noch nicht halb so berühmt wie jetzt und noch nicht sozusagen unter den Heroen. Aber die Kraniche des Ibikus habe ich doch damals schon gelernt und ist mir auch sitzen geblieben. Es muss so was drin sein. Hast du denn auch alles behalten von früher? Na, es geht. Eigentlich ist es merkwürdig, dass noch so viel sitzen bleibt. Da hast du recht. Und nun traten wir aus dem Wald auf eine breite, geradlinige Chaussee heraus, die von Ebereschenbäumen eingefasst war. Das ist ja eine wundervolle Chaussee für solche Gegend, sagte ich. Wo läuft die denn hin? Die läuft, glaube ich, auf Oderberg zu. Aber zunächst läuft sie hier bis Neuenhagen. Neuenhagen? Du nanntest es schon vorhin. Ja, da bin ich vor Jahren auch einmal gewesen
und hat mich alles ganz ungemein interessiert. Da liegt nämlich, was du vielleicht nicht weißt, Hippolyta von Uchtenhagen begraben und hat einen schönen Grabstein, ich glaube so um 1590 herum. Damals gab man noch Geld für sowas aus. Aber was mir in Neuenhagen, als ich damals hinkam, noch interessanter war, das war eine kleine Stube, darin die Schweden einen Neuenhagener Amtmann am Strohfeuer geröstet hatten. Richtiger 30-jähriger Krieg. Und jetzt denke dir, jetzt schlafen die Leute darin. Ich erschrak ordentlich darüber und sagte, dass ich mir eine andere Schlafstube ausgesucht haben würde. Mein Papa nickte zustimmend. Ja, am Strohfeuer geröstet, wiederholte ich. Und das alles, denn sie wollten dem Amtmann abzwacken, um des verdammten Geldes willen. Ja, das verdammte Geld, sagte mein Vater. Es ist schon recht und ist doch oft eigentlich wirklich bloß ein verdammtes Geld, aber es gibt auch ein gutes Geld, und ich mache mir jetzt mitunter so meine Gedanken darüber. Man soll nicht einen Amtmann rösten, um es zu kriegen, aber wenn man was hat, dann soll man's festhalten. Geld ist doch was, ist eine Macht. Und ihr habt ja nun alle nichts. Ach, Papa, rede doch nicht davon. Du weißt ja, es ist uns ganz egal. Dir vielleicht, aber nicht deiner Mama. Sie hat sich auch darin gefunden. Darin gefunden. Sieh, mein Junge, da liegt die Anklage. Und die alte Frau hat auch ganz recht. Das sag ich mir jetzt alle Tage, wenn ich da unten mit meiner Luise sitze und ihr mein Weltsystem entwickle, weil ich keinen anderen habe, dem ich was vortragen kann. Und wenn dann die beste Stelle kommt und ich mit einem Male sage, nicht wahr, Luise, Sie, dann fährt sie zusammen oder sitzt da wie ein Zaunpfahl. Es wird dir schwerer als uns, Papa. Wohl möglich. Und es würde mir noch schwerer, wenn ich mir nicht sagte, die Verhältnisse machen den Menschen. Das sagtest du schon, als wir noch Kinder waren. Und gewiss ist es richtig. Ja, richtig ist es. Aber damals, ich kann so zu dir sprechen, denn du bist ja nun selber schon ein alter Knabe, damals sagte ich es so hin und dachte mir nicht viel dabei. Jetzt aber, wenn ich meinen alten Lieblingssatz ausspiele, tue ich's mit Überzeugung. So ganz kann es einen freilich nicht beruhigen, aber doch beinahe, doch ein bisschen. Ich nahm seine Hand und streichelte sie. Das ist recht. Ihr habt eine Tugend, ihr seid alle nicht begehrlich, nicht happig. Aber da wir nun mal dabei sind und ich nicht weiß, wie lange ich auf dieser sublunarischen Welt noch wandle, so möchte ich doch über all diese Dinge noch ein Wort zu dir sagen. Es gibt immer noch ein paar Leute, die denken, dass Jeu sei schuld gewesen. Ich sage dir, das ist Unsinn. Das war nur so das Zweite, die Folge. Schuld war, was eigentlich sonst das Beste ist, meine Jugend. Und wenn es nicht lächerlich wäre, so möchte ich sagen, neben meiner Jugend meine Unschuld. Ich war wie das Lämmlein auf der Weide, das rumsprang, bis es die Beine brach. Er blieb einen Augenblick stehen, denn er litt an asthmatischen Beschwerden, und ich mahnte ihn, dass es wohl Zeit sei, umzukehren. Ja, lass uns umkehren. Wir haben dann den Wind im Rücken, und da spricht es sich besser. Und ich habe doch noch dies und das auf dem Herzen. Ich sagte eben, meine Jugend war schuld. Und das ist auch richtig. Siehe, ich hatte noch nicht ausgelernt, da ging ich schon in den Krieg, und ich war noch nicht lange wieder da, da verlobte ich mich schon. Und an meinem 23. Geburtstag habe ich mich verheiratet, und als ich 24 wurde, da lagst du schon in der Wiege. Mir ist es lieb, dass du so jung warst. Ja, alles hat seine zwei Seiten und es hat wohl auch seine Vorteile gehabt, dass ich nicht morsch und mürbe war. Aber das mit der Unerfahrenheit, das bleibt doch ein schlimmes Ding. Und das Allerschlimmste war, dass ich nichts zu tun hatte. Da konnte ich's denn kaum abwarten, bis abends der verdammte Tisch aufgeklappt wurde. Sonderbar, Papa, ich habe so vieles von dir geerbt, aber davon keine Spur. Spiel war mir immer langweilig. Er lachte wehmütig. Ach, mein lieber Junge, da täuschest du dich sehr, wenn du meinst, dass wir darin voneinander abwichen.
Es hat mir auch nie ein Vergnügen gemacht, auch nicht ein bisschen, und ich spielte noch dazu herzlich schlecht. Aber wenn ich mich dann den ganzen Tag über gelangweilt hatte, wollte ich am Abend wenigstens einen Wechsel verspüren, und dabei bin ich mein Geld losgeworden und sitze nun hier einsam, und deine Mutter erschrickt vor dem Gedanken, ich könnte mich wieder bei ihr einfinden. Es sind nun beinahe 50 Jahre, dass wir uns verlobten. Und sie schrieb mir damals zärtliche Briefe, denn sie liebte mich. Und das ist nun der Ausgang. Zuneigung allein ist nicht recht genug zum Heiraten. Heiraten ist eine Sache für vernünftige Menschen. Ich hatte noch nicht die Jahre, vernünftig zu sein. Ist es dir recht, wenn ich der Mama das alles wieder erzähle? Gewiss ist es mir recht, trotzdem es ihr nichts Neues ist, denn es sind eigentlich ihre Worte. Sie hat nur die Genugtuung, dass ich sie mir zu guter Letzt zu eigen gemacht habe. Sie hat recht gehabt in allem, in ihren Worten und in ihrem Tun. Er sprach noch eine Weile so weiter. Dann kamen wir an die Stelle, wo die Chaussee aus dem Walde wieder niederstieg, zunächst auf den Fluss und die Bohlenbrücke zu. Jenseits der Brücke dehnte sich dann das Bruch in seiner Sommerschönheit. Diesseits aber lag als nächstes das Wohnhaus meines Vaters, aus dessen Schornstein eben ein heller Rauch in der Nachmittagssonne aufkräuselte. Da sind wir nun wieder, und Luise kocht nun wohl schon den Kaffee. Darauf versteht sie sich. Ist die Blume noch so klein, etwas Honig sitzt da rein, oder so ähnlich. Man kann nicht alle Verse auswendig wissen und lobe nur den Kaffee, sonst erzählt sie mir 30 Mal, es habe dir nicht geschmeckt. Und wenn ich Glück habe, weint sie auch noch dabei. Als wir ins Haus traten, war die Kaffeedecke bereits aufgelegt und die Tassen standen schon da. Dazu, faute de mieux, kleine Teebrötchen, denn Schiffsmühle war keine Bäckergegend. Und nur einmal des Tages kam die Semmelfrau. Dazu hatten wir schönes Quellwasser, das aus dem Sandberg kam. Als 5 Uhr heran war, musste ich wieder fort. Ich begleite dich noch, und so brachte er mich bis über die Brücke. Nun lebe wohl und lass dich noch mal sehen. Er sagte das mit bewegter Stimme, denn er hatte die Vorahnung, dass dies der Abschied sei. Ich komme wieder, recht bald. Er nahm das grüne Käpsel und winkte. Und ich kam auch bald wieder. Es war in den ersten Oktobertagen und oben auf dem Bergrücken, da, wo wir von Poseidons Fichtenhain gescherzt hatten, ruht er nun aus von des Lebens Lust und Mühe.